Hallo, da bin ich mal wieder. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie bei einer Hose der Saum rausgelassen wird. Und zwar nennt sich das im Jargon falscher Saum. Im Prinzip wird dabei, ich habe es hier auch schon mal aufgeschrieben, dass das jeder sieht, der Originalsaum aufgetrennt. Ich habe jetzt hier einen Auftrag von zwei Hosen. Hier, wo die Nadel gesteckt hat, war der alte Bruch. Ne? Das habe ich jetzt alles aufgetrennt. Dann wird das hier alles ausgebügelt. Ne? Diese Falten, die müssen ja weg. Am besten mit einem feuchten Tuch. Geschirrtuch macht sich da nicht ganz verkehrt. Taschentuch ist zu dünn, damit das dann nicht glänzt oder so, das Material. Also feucht ausbügeln. So, und dann schneidet man sich in Linealbreite, habe ich hier, schneidet man sich hier ein Stoffbahn zu, in der ähnlichen Farbe. Das, was man so findet, muss möglichst dünn sein. Kann man eine Seite abketteln, versäubern und eine Seite mit der Zackenschere schneiden. Die Seite, die diese Zacken hat, die wird dann, kann ich dann mal hier rüberbringen, hier haben wir die Zackenschere. Das wird dann, hier habe ich auch eine schwarze Hose, hier habe ich das auch das vorbereitete Band von im Rest, von Stoffrest, das muss wie gesagt relativ dünn sein. So, und dann wird das hier dagegen genäht. Hier. Ne, so. Also mit den Zacken auf die Kettelnaht, damit das dicke, damit, wenn ich jetzt hier die Kettelnaht auf die Kettelnaht nähe, hier drauf, ne, wird das hier unten zu dick, weil wir das ja dann kippen. Deswegen, also mit der gezackelten Seite hier dran nehmen an den Saum, ne, so, und dann wird das gekippt, so, und dann ausgebügelt. Ne, das wird dann hier gekippt und dann wird es ausgebügelt. So, ich zeige es jetzt hier nochmal. Ne? So, das ist die zweite Hose. Ich habe hier zwei Hosen davon. Ja, so. Man beginnt immer von innen. Also innen, der Schritt ist immer der Anfang, ne? Die Innennaht. So, hier beginne ich das Band anzunähen. Ich hoffe, man sieht es. Sieht man das? Hier. Ne? So, hier mit der Zacke nach unten. So, dann wird das alles hier gekippt. Genau. Hier in der, bei der Hose sind es gerade mal 2,5 cm, die ich schaffe, aber wenn das der guten Frau schon was nützt, ist das ja schon okay. Dann wird das von innen wieder auseinandergebügelt, so dass wir hier wieder einen sauberen Abschluss haben. So. Ne? So sieht das dann aus. So, und dann wird hier innen drin wieder der Blindstich gemacht oder in eine Naht durchgenäht. Also hier war es Blindstich, also muss ich hier auch den Blindstich wieder machen. Den kann man wiederum mit der Hand oder mit der Maschine machen. Aber den Blindstich, den kann ich euch auch nochmal später zeigen. Ne? So, aber da haben sie, wie gesagt, gerade mal, dass die Kettelnaht hier gerade noch so, ne, an Material verschwindet, aber ansonsten kann man doch schon ein bisschen gewinnen noch an Länge vom Stoff. Das kann man halt auch mit Ärmeln auch machen, jetzt an einem Jackett oder so. Ne? Da hat man ja ein bisschen Material immer an Nahtzugabe zur Verfügung, was man rauslassen kann. So, und da kann man dann auch so ein Band dagegen nähen. Ne? So, und wie gesagt, reicht Linealbreite, dann mit einer Seife oder so diese Streifen sich anmalen, das rausschneiden, das geht eigentlich relativ zügig. Ne? So. Alles klar, und jetzt hier draußen, also die Qualität ist schon ein bisschen bescheiden. Ich habe schon gemerkt, auch dass das Handy, ich weiß nicht, das Mikrofon wahrscheinlich diese ganzen Rauschgeräusche noch verstärkt. Aber hier draußen ist auch ein Wahnsinnsverkehr und die Tür ist schon abgedichtet und trotzdem hört man das eben. Aber ich hoffe, ich konnte trotzdem euch irgendwie helfen, wie gesagt, mit diesem sogenannten falschen Saum. Wer da ein bisschen sehr groß ist und noch ein bisschen was an Material gewinnen möchte, der kann dann sich so behelfen. Ne? So, na dann wünsche ich gutes Gelingen. Alles klar, bis dahin. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.